Das einzige, wo ihr, wo es sich gelohnt hat, war eigentlich die das Cable Car. Das war zu schnell. Danke. In San Francisco gibt es ja die berühmten Cable Cars, wo ja unter den Schienen so eine Schnur verläuft, also so ein Stahlseil. Dann drückt der Typ innen drin, zieht einen Hebel und hakt es sich dort ein und dann fährt der ganze Koffer. Die Fahrt war wirklich noch cool. Ich empfehle euch allerdings, nicht bei der Market Street einzusteigen, sondern weil an der Market Street, das ist so ein riesiger Drehdingens, wo die halt die Kabelkasse wenden. Da will halb San Francisco einsteigen. Also ihr habt, wenn ihr euch vorstellt, so ein Kreis und der fährt nach oben los. Die sind, und du steigst rechts, an rechts oben steigst du ein in den Koffer. Die sind einmal komplett rumherum gestanden und dann noch weiter nach oben die Straße. Wir haben 45 Minuten gewartet, bis wir in diesen Koffer reinsteigen konnten. Und nicht mal 5 Minuten Gehweg die Straße entlang, kommt ihr an eine Station, wo keine Sau einsteigt. Meistens habt ihr Platz. Und sonst wartet ihr nochmal 5 Minuten, aber ihr wartet keine 3/4 Stunden, bis ihr endlich euch euren Hintern das Cable Car packen könnt. Auch zu zweit oder zu dritt, kein Problem. Die Amerikaner nehmen sowieso alles easy. Und ja. Also mir hat es auf jeden Fall gefallen. Trotzdem, also San Francisco, eine grandiose Stadt, würde ich keinenfalls auslassen. Das Einzige, was ihr auslassen könnt, ist eben die Market Street. Aber wenn ihr nach San Francisco geht, ich habe das schon mal angesprochen im Video, nehmt die Hop-on-Hop-off-Busse. Hop-on-Hop-off-Busse, das Beste, was wir hier gemacht haben in diesen Ferien. Ihr seht alles. Ihr seht viel mehr, als wenn ihr alleine durch die Stadt pendeln würdet. Weil das sind Organisationen, die haben ihre Busse mit ihrem Fahrer und einem Tourguide. Der Fahrer, der fährt seine Route ab und der Tourguide, der quasselt noch ein bisschen dazu. Also das heißt, ihr fahrt an der Golden Gate Bridge vorbei, seid easy chillig hinten in diesem Bus, in diesem Cabrio-Bus, könnt knipsen oder Fotos machen, bis euch der Finger abfällt. Und der Typ quatscht noch über die Historie dieser Brücke, über das, die Historie der Stadt und allen Scheiß. Ihr lernt da. Wenn ihr ein bisschen Englisch könnt, lernt ihr wirklich die Stadt kennen, die Stadt zu lieben. Und ihr seht einfach viel, viel mehr, als wenn ihr auf eigene Faust alles abklappert. Das Einzige, was dieses Ding nicht macht, ist natürlich Alcatraz. Weil mit dem Bus über den in Fluss reinfahren ist halt nicht so günstig. Aber Alcatraz könnt ihr auch an einem anderen Tag noch machen. Aber wenn ihr, es gibt glaube ich 4 Touren, ich muss gucken, dass ich die Kurve kriege, gibt 4 Touren, macht die wirklich. Also es gibt so ein Tagesdingens oder so ein Jahresabonnement, was ihr für euch lösen könnt. Das ist nicht mal so teuer. Und dann könnt ihr halt, solange ihr da seid, für maximal ein Jahr diese Dinger da nutzen. Und es ist auch ein super Verkehrsmittel. Weil wenn ihr sagt, Golden Gate Bridge, hier will ich raus, kein Problem. Ihr habt jeweils Stationen, wo der Bus anhält, könnt ihr raussteigen, halbe Stunde später steht der nächste Bus genau am gleichen Ort. Man kann es auch, also wir haben es auch als öffentliches Verkehrsmittel benutzt, weil obwohl San Francisco eine der wenigen Städte in den USA ist, wo das öffentliche Verkehrssystem funktioniert. In San Francisco, in Amerika, funktioniert das öffentliche System, öffentliche Verkehrsdingens, Bummens, System, Gedönse. Genau. Weil, ja, die Leute brauchen das und es ist wirklich cool. Also, wir haben, wie gesagt, den Hop-on-Hop-off-Bus benutzt, um da zu fahren.
Aber könnt ihr auch einen normalen Bus benutzen. Aber ihr kommt fast überall hin. Diese Hop-On-Hop-Off-Busse gibt es übrigens auch in Las Vegas und in L.A. In L.A. allerdings nicht zu empfehlen. In Las Vegas, San Francisco, macht sie. In L.A. lasst die Finger von. Weil in L.A. steht dieser Bus 90% der Zeit, wo er drin sitzt, im Stau. Dieser Bus sitzt im Stau, kommt nicht weiter. Und es ist nervig. Ihr seht zwar die Stadt, aber es ist trotzdem nervig. Und sowieso, L.A. gibt es nicht wirklich viel Sehenswertes. Was sehenswert ist, sind die Universal Film Studios. Lasst den Rest. Geht nach L.A., guckt die Universal Film Studios an, nächster Tag, pst, weg. L.A. ist nicht spektakulär. Doch. Universal Film Studios anschauen und am Abend an Strand, an Pier essen gehen. Nach Hotel, pennen, nächsten Morgen, pst, weg. Weil L.A. ist keine schöne Stadt. Es ist eine schöne Stadt, aber es bietet nicht viel. L.A. ist... Nein. Ich würde es nicht ganz auslassen in der Amerika-Reise, weil wegen Universal Film Studios, weil die sind wirklich geil. Der ganze Trip nach L.A. hat sich nur gelohnt wegen den Universal Film Studios. Aber, Rest, lasst den Walk of Fame, scheißt auf den, ihr könnt, weil er geht dahin, Stern, oh geil, hier stand mal Bruce Lee, nein, doch, der stand da glaube ich auch. Da stand mal Michael Jackson. Guckt auf den Stern herab. Ja. Weiter. Gibt bestimmt ein Foto davon. Irgendwo im Netz. Es ist nichts Spektakuläres. Was stand da für eine Begrenzung? 70. Ja. Also, Universal Film Studios nach raus aus L.A. Vor allem, oder... Und L.A. Hatte noch einen Nebenort, Santa Clarita. Nicht zu verwechseln mit Santa Monica, weil da waren wir, aber Santa Clarita. In Santa Clarita war ja der Unfallort, oder ist der Unfallort, von Paul Walker. Ich wollte den noch anschauen, kommt von L.A. super dahin, ist auch ein Nebenort. Also Santa Clarita könnt ihr auch noch gerne machen, wenn ihr Fast and Furious Fan seid, vor allem wenn ihr irgendwas einkaufen wollt, Santa Clarita gibt es einen riesigen Walmart und da ist kein Schwein, keine Sau ist da. Riesiges Areal, riesige Parkplätze, einen riesigen Walmart, die sind sowieso immer riesig, aber der ist XXL und kein Schwein, keine Sau da. Ja, auf jeden Fall nach San Francisco sehen wir dann weiter in die Mammoth Mountains. Googelt mal, ist so zwischen Las Vegas und Dingen San Francisco. Mammoth Mountains sind wirklich cool. Das Hotel ist Müll. Das Hotel, wo wir waren, Mammoth Mountain Inn heißt es, glaube ich, ist nicht gut. Weil es ist veraltet und ja. Das Restaurant ist gut, nebenzu. Ist schon schweizerisch angehaucht. Muss es gut sein. Nein, es ist wirklich gut. Vor allem habt ihr da nicht viel mehr Auswahl. Entweder esst ihr im Hotel und lasst das. Im Hotel essen, in diesem Hotel essen, ist eine Mutprobe. Weil der Motor ausgeht. Nein, weil der Motor nicht angeht. Weil das ist ungenießbar. Ich habe ein T-Bone Steak bestellt. Ich bekam Kohle. Schwarz, das Ding. Schwarz. Das war dreimal getötet. Das Fleisch. Oder das Tier. Welchem Tier kommt das T-Bone Steak? Ist ja wurscht. Auf jeden Fall, das Ding war schwarz. Kohle. Negro. Nix. Nada. Aus. Finito. Das kannst du nicht essen. Der Burger war schwarz. Mein Bruder. Und sogar der Salat war schwarz. Also der Salat, normalerweise ist er schön saftig grün. Der war dunkelgrün. Irgendein komisches Kohl, was sie da als Salat verkaufen. Und du konntest das nicht essen. Gut, Kohle, wer frisst Kohle? Kein Schwein. Der Salat
Nein, auch. Wenn ihr da seid, nicht im Hotel essen, geht ins Restaurant nebenzu, kriegt ihr 10-mal besseres Essen. Für weniger Geld. So, wir sind jetzt schneller da angekommen, als ich eigentlich gedacht habe. Und es gibt dann noch eine Bike-Tour oder Bike-Touren, die ihr machen könnt. Die sind wirklich zu empfehlen. Wenn ihr mit Familie da seid, macht erst die untere Tour von einer... Ja, du bist müde, danke für die Info. Macht die grüne zum Starten und fahrt dann bis ganz oben, weil wir haben den Fehler gemacht, wir sind bis zur Mittelstation gefahren und dann nicht weiter hoch, weil die Mittelstation, der Breakthrough heißt glaube ich die Tour, ist recht hart. Für eine blaue Strecke ist es doch recht hart, weil ihr habt zum Teil einfach Abstände zwischen, also oder Kluften im Weg, die einen halben Meter groß sind und dazwischen geht es einfach nochmal den Berg hinunter. Dann ist I believe I can fly angesagt und nicht so toll. Also wir haben es alle überlebt, aber nichts empfehlen. Deshalb fahrt bis ganz nach oben und fahrt von da aus die Route runter, ist viel angenehmer. Paar. Genau. Danach sind wir eigentlich nach Las Vegas. Nach Las Vegas sind wir zum Grand Canyon. Der ist auch wirklich cool. Auf dem Weg nach Las Vegas sind wir durch das Death Valley. Auch interessant. Vor allem, ihr fahrt 2 Stunden durch das Nichts. 2 Stunden und ihr seht Sand, 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 Sand. Nix sonst. So, jetzt kommt das mit dem Parken, ne? Ich muss noch ein bisschen rüber. Andersrum einschlagen. Parken muss ich noch ein bisschen üben, ETS verkackt. So. Dann geht der Motor aus. So. Death Valley auf jeden Fall zu empfehlen. Grand Canyon auch. Geht aber unbedingt in den Bryce Canyon. Bryce Canyon liegt in der Nähe des Grand Canyon und bietet viel mehr. Touristenattraktionen, alles möglich. Also Touristen, auch so ein Hop-on-Hop-off-Bus, etwas in der Art und auch wirklich interessant. Also ist zu empfehlen. Nach Las Vegas haben wir noch den Hoover Dam gemacht. Das ist ja da, wo Transformers gedreht wurde. Auch interessant, auch zu empfehlen. Sparsame Fahrweise. Mit meinem Bleifuß. So, jetzt gehen wir in die Werkstatt. 17 FPS, what the f... Hallo? FPS? FPS? Vielleicht? Na egal. Dachten wir schon, der hält nicht an. Hältst du an? Lass mich doch mal durch. Ist grün. Ich will auch noch durch. So, ist rechts frei? Sehe ich nicht, ne? War nicht frei. Du lässt mich durch, mein lieber Renault. Genau. Hoover Dam auch interessant. Aber bezahlt den Eintritt für das Parkhaus und nicht mehr. Weil die wollen für allen Scheiß Geld, damit, dass sie für die Toilette nicht auch noch 5 Dollar verlangen, ist ein Wunder, weil ich verlange für jeden Kack Geld. Haben wir nicht bezahlt, wir sind einfach da, Parkhaus, ausgestiegen, gucken, schön, cool, haben wir mal gesehen, weg. Reicht. Oder mehr braucht man nicht. Aufrüsten. Was gibt's denn Neues? Okay, der bringt. Aussehen. Okay. Besseres Fahrwerk. Brauchen wir auch noch nicht. Beziehungsweise kann ich mir gar nicht leisten. Ich habe den größten Motor. Meisten Leistung. Das Getriebe können wir irgendwann auch mal noch reintun. Und irgendwann...
Ich finde das Lenkrad voll hässlich. Mit diesem Beige und Pink und Volvo, was ist das für ein Bullshit? Ja, ich fahre einen Volvo LKW, weil Volvo ist einfach awesome. Nein. Nein, kommt nicht in die Tüte. Gut, ich bin momentan sowieso am Sparen für einen neuen LKW, weil ich habe bereits einen Fahrer eingestellt und der braucht ein Auto. Doch, ich will rückgängig machen. Ja. Ja, und nach dem Hubraum sind wir dann nach LA, Universal Film Studios. Ja, halt die Fresse, du kannst ja jetzt pennen. Und ja, LA, Universal Film Studios, ein Strand vielleicht noch, wenn ihr gerne baden geht, dann geht da baden und dann ist gut. Mehr braucht in LA nichts zu tun. LA, wie gesagt, nicht so wirklich spannend. Motor an. So. Gut. Das war's dann allerdings mit diesem Part von... vom ersten Part von Let's Drive. Mit mir, dem Manuel, ich mache mal die Musik aus, was ein bisschen nervt. Mit mir, dem Manuel. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt mir auch gerne mal eure Reaktionen oder Erfahrungen aus Amerika schreiben. Wenn ihr da schon mal wart oder wenn ihr da hingeht, könnt ihr mich auch fragen, hey, was soll ich noch anschauen und und. Wenn ihr wollt, zögert nicht zu fragen. War alles offen. Und ja, unbedingt für nächstes Mal, ich weiß nicht, wann ich das nächste aufnehme, vielleicht morgen, dann zähle ich einfach beides zusammen. Ich weiß überhaupt nicht, wann das hochkommt, auf jeden Fall, mal schauen. Schreibt mir unbedingt Kommentare, also schreibt mir unbedingt Themen in die Kommentare, worüber ich quatschen soll. Weil es ist enorm schwierig, jedes Mal hier ein Thema zu finden, worüber ich quatschen will. Vor allem, ich will ja hier nicht einfach so random drauf losquatschen, wie in einem Let's Play. In einem Let's Play, da muss ich ja random drauf losquatschen, das Spiel kommentieren. Hier in ETS geht das nicht. Auch im anderen Let's Play, also in einem anderen Spiel, wenn ich auch ein bisschen so rumcruise, geht das nicht. Ich wäre wirklich froh, wenn ihr mir ein paar Themen in die Kommentare schreibt, wo ich drüber quatschen kann. Genau. Gut, das soll es dann jetzt aber auch wirklich gewesen sein von mir. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann schreibt mir in die Kommentare, wieso es euch nicht gefallen hat. Und ja, in dieser Hinsicht wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr dieses Video angeschaut habt. Und ja, diese Hinsicht, bis dann. Euer Manuel, ich bin hiermit raus. Und ja, misst die Tage. Bis dann. Tschüdelü. Arrivederci. Da ist aus. Tschüss.